Wo hat uns das Navi hier wieder hingeführt? Hier ist ja wirklich der Hund begraben. Hier ist ja gar nichts. Aber hier ist das Restaurant. Hamburger und tja, Bommes und Thai Food hatte auch da. Das werden wir uns heute nochmal antun. Wir werden es nochmal versuchen, gell? Also ich weiß, letzte Mal ist ja das in die Hose gegangen, aber wir werden es nochmal probieren. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Wir sind heute wieder in Kalasingh und zwar hinter mir sieht man das. Nevasset heißt das. Ich sagte schon gerade, ne, also ein bisschen weit vom Schuss weg hier das Ganze. Er macht scheinbar aber dann nur Hamburger. Ne? Lass uns mal gucken hier. Ich schweife mal hier meinen Blick rum und dann können wir mal gucken und nochmal testen. Pass auf. Du kannst auch hier draußen sitzen. Ach, du bist auch noch da. Du kannst hier draußen sitzen. Der Hund hat es auch da. Du kannst hier drinnen sitzen. Bisschen lausche ich hier unter der Sonnensegel. Unter der Sonnensegel. So, und jetzt pass auf, jetzt haben sie hier. Sabadikap! Dann haben sie hier Bacon. Bacon Cheese. Kannst du aussuchen, ne? Was haben wir dann da? Ne? So hier, Pommes dann da. Bisschen Spaghetti hat er auch hier und Thai Food hat er auch hier. Kriegst also ein bisschen von allem dann da. Ja, wie sieht das Lokal aus? Ein bisschen hat auch irgendwie ein bisschen was hier. Also ein bisschen, ne? Also ja, mal so einen Stopp machen dann da, ne? Bisschen hübsch gemacht. Mr. Bean haben wir auch noch hier. Einstein ist auch dabei. Ich werde geglaubt, hier. Was macht Einstein hier in Thailand? Hä? Was macht Einstein in Thailand? Kann man nicht mal ernst sein. So, also ein bisschen hübsch machen. Ich denke, wir hocken heute hier mal hier, wa? Und dann gucken wir mal. Ist das nicht Van Gogh? Oder bin ich da falsch? Das sind meine Yucca. Die habe ich am Teich. Wenn eins. Warm kann, dann schwimme ich gut. Ach so, sehen die dann später aus. Die kriegen ganz komische Rinde. Boah, sehr. Sehr viel Grün hier, ne? Ja. Ja. Die Wasser ganz sauber. Hat das sehen? Am Klong. Am Klong. Schön. Romantisch. Aber wir kommen ja nicht wegen dem Grün, wir kommen ja wegen Essen. Wir hatten ja letztes Mal wirklich die Schnauze voll. Wir wollten ja keine Restaurantkritik mehr machen. Dann ehrlich, haben wir gesagt, Schnauze voll. Aber jetzt werden wir mal kein Steak mehr. Also Steak ist jetzt vorbei, das machen wir hier in Thailand jetzt bestimmt nicht mehr. Und ja doch, eins werden wir noch mal machen. Eins machen wir auf jeden Fall noch. Pattaya in die, wie ist das, goldene Orchidee? Ich glaube, goldene Orchidee. Knut und Colette haben uns noch mal eingeladen zum Steakessen. Ja, aber Entschuldigung, gell, das geht ja nur in Verbindung, wenn wir wieder auf der AIDA sind. Verstehst du, ne? Sonst fahren wir ja normal im Dezember nicht mehr runter nach Pattaya. Also Dezember ist ja nicht unsere Zeit, wo wir dann da sind. Ja, also Steak machen wir keins mehr dann. Jetzt machen wir mal was ganz anderes hier. Hamburger. Stopp. Mit, was hast du eigentlich jetzt bestellt? Hamburger Mo. Auch, ich habe Hamburger und, Beef. Und wie heißt das? Spaghetti, Bacon, Chili, what is that thing? Du hast Hamburger und Spaghetti? Ja, ich habe Hunger. Ah, das ist gut. Ja, okay. Ja. Ach, du hast heute Morgen nicht gefrühstückt, ne? Nein, ja. Und wir haben auch wieder hier einen Stopp gemacht, weil wir ja in Kalasingh wieder sind. Wir holen Puh. Was ist denn da drin? Das Puh. Ist Puh? Ja, die Puh. Das ist Puh und dann haben wir noch einen Hang. Nochmal gekauft, ne? Nochmal einen Hahn jetzt gekauft. Das sieht man mal, ne, oder? Na ja, okay. Hi. Werden wir dann nächste Woche. Jetzt kann man sehen. Ja. Nein. Ah, nochmal einen Hahn gekauft hier. Dass wir jetzt dann da wieder komplett sind. Jetzt haben wir dann 8
Nee. Ja. Eins, zwei, drei, vier Paare, acht Stück haben wir jetzt in der Folie drin. Das zeigen wir dann nächste Woche wahrscheinlich dann. Ja. Also, aber wir kommen mal wegen Essen her. Jetzt Teller her. So. Jetzt pass auf. Das sieht doch schon mal nach einem Hamburger aus, oder nicht? Mhm. So. Deiner sieht ja sogar noch fetter aus. Ach, du hast mit Ei. Ja, in Käse. Du hast mit Ei und Käse und ich habe mit Bacon und Zwiebel und Cheese. Und? Was ist das jetzt hier? Ach, das sind Bacon. Deine Spaghetti. Ja. Spaghetti mit Bacon. Oh, das sieht aber scharf aus, du. Wow. Sieht aber scharf aus. Mhm. So. Heiß oder kalt? Heiß. Oh. Das gibt auf jeden Fall schon mal einen Extrapunkt. Es ist heiß. Uwe, nicht so viel schwätzen. Essen. Ich soll mal probieren, sagt sie. Ja. Es ist heiß. Ja. Nicht ganz so fett. Bacon eher, ne? Oh, scharf. Scharf. Mhm. 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 Das ist aber gut. Schön. Das ist so rauchig so, ne? Ja. Mhm. 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 Oh, das ist so gut. Mhm. Mhm. Gut. Mhm. Nicht so weit weg vom Straße oder so. Oh, die sind gut. Oh, die sind wirklich gut. Ja. Echt mal, die sind wirklich gut. So, jetzt pass auf. Wie isst man denn jetzt am fettes Teil wieder? Okay, mal genau. Der ist schon mal warm. Er ist jetzt nicht kalt, so wie letzte Mal mit dem Steak. Ja, ist gut. Der ist echt gut. Echt gut, wirklich mal. Mmh. Wirklich schön, jetzt rauche ich. Nicht zu vergleichen mit so einem McDoof dann da, ne? Mmh. Probier. Der kommt extra rein, oder? Ja. Mhm. Mit Ei und Chili. Und Käse. Mhm. Die Soße ist so wie Sauer. Nicht so viel Fett. Also, ich bin begeistert, sag ich mal ehrlich. Also Jungs, kein Vergleich zu dem, wo wir schon mal waren, in Sakuna Korn, Banfaran, gegenüber von dem Krankenhaus da. Da waren wir schon länger her wieder, mit Malaika waren wir damals. Da habe ich auch Hamburger. Das war ja nichts, war das ehrlich dann damals. Also der war jetzt wirklich gut, muss ich echt sagen. Ich gebe mal für den Hamburger, gebe ich mal so 9 Punkte, sag ich mal. Und jetzt kommt Porn und sagt, ja, die Portion vom Spaghetti war aber ein bisschen klein. Die Teller waren auch ein bisschen klein. Ne? So, das könnte man vielleicht Spaghetti ein bisschen größer machen. Ne? Ein bisschen mehr groß machen, oder? Oder war es dir ausreichend? Ich habe gesagt, ich gebe also 8 halb. Wieso? Ja. Eine halb, was ist das denn, wenn 10 Punkte? Ja. Wie Gott, die Teller. Ja. Für Kinder, ne? Und die sieht ganz so tief, ich will nicht. Ja, ja gut, sehr gut. Und du musst Pommes extra musst du dann bestellen, weil du kriegst echt dann nur Hamburger ohne Pommes dann da. Hamburger heißt nur Hamburger dann da. Nichts, ne? Also hier habe ich nochmal die Pommes nochmal nachbestellt dann da. 79 Baht, dann du magst die Bacon 25 Baht, ja. Dann du magst Käse 10 Baht oder 15 Baht, ja. Rechnung kommt gleich noch, Kinder. Wir erst noch die Pommes essen.
Und dann machen wir mal die Rechnung dann da. Aber sonst muss ich sagen, also Hamburger war wirklich gut, muss ich echt sagen. Lecker. Wirklich nicht zu vergleichen mit so einem wie vom McDonald's oder was. Oder vom KFC. Das war schon wirklich jetzt leckerer Hamburger, muss ich sagen. Super Gerede, ne? Lecker. Auch lecker, ne? Spaghetti Bacon. Die waren auch lecker, muss ich auch sagen. Die waren auch gut. Ne? Schmeckt mir auch gut. War das Spaghetti Kimau? Spaghetti Bacon. Aber sonst normalerweise Spaghetti Kimau, oder? Ja, ich mag andere Sorte, ja. Aber hat keine Pfeffer. Keine Pfeffer drin. Aber nee. Ja, aber scharf. Vom Chili her war ja, also jetzt nur Chilis drin dann da, ne? Ja. Aber so waren die auch wirklich gut, muss ich sagen. Ne? Mhm. Die hätte ich mir auch nochmal bestellt dann. Chibi Höhlen, was ist das lecker und nicht, die Frauen, Mann, ja. Bei Ufa von der Schwellig, ja, weiß ich. Bei Ufa auch schwierig, aber Ufa ist hart, aber gerecht. So sieht's aus, ja. Achso, der hat sich auch letztes Mal nicht wieder da jetzt gemeldet, ne? Von wegen da, ne? Also hätte ja, normalerweise hätte man ja auch sagen können, okay, es war wirklich jetzt nichts dann da, ne? Komm, ne, ich lade dich nochmal ein oder so dann da, ne? Nee, ich mach das dann nochmal richtig mit dem richtigen Koch. Vielleicht war ja auch der Koch nicht da, vielleicht war ja auch nur vertreten dann da, ne? Aber natürlich. Nee. Egal, macht ja nichts. So. Ja, Pommes halt, ne? Da kann man nicht viel mit falsch machen. Mm. Ne? Mm. Mhm. Er macht sauer. Ach was? Mm. Was kann ich hören? Deine. Knackig. Ja. Yeah. Mhm. Also, was sagst du? Hast du selber gemacht? Selber? Ja. Yeah. Schälen und dann durch so eine. Fresse du durch dann da, ne? Oder du. Du das ist ganz knackig, du, ja? Die KFC, nee, MK, oder? Kai KFC, ne? Ja. Wie lange? Ganz dünn, dann. Die waren auch anders, ja? Ja. Ja. 3 Tage, oder? Hart, knack. Alles. Ach, gut, ja. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Das war. Hamburger, ne? Ja. Das war Hamburger, das war auch Hamburger. Das ist einmal Hamburger Beef. Ne, das war Beef und das war Schwein und dann zweimal Wasser dabei, die Pommes dabei und meine Spaghetti, genau. 362, 10 Euro. Geht. Das passt. Zahlen? Mein Misertang. Ah, ich auch, mein Misertang. So. Fazit, also ich würde sagen, hier kannst du mal hergucken, ist ein leckeres Lokal, also Spaghetti waren gut, es war heiß, es ist hier immer wichtig, Jungs, glaubt es mir wirklich wahr. Es war heiß, es war lecker, es war scharf, die Spaghetti, Hamburger war auch sehr gut, muss ich wirklich sagen, das war richtiger, schöner Hamburger, rauchig auch so, dann, ne? Mit ordentlich Zwiebel drin und Bacon und so, ne? Alles klar, ne? Muss man jetzt extra bezahlen. Aber ich bezahle lieber etwas mehr, als wenn ich dann da so ein lätschiges Ding mitbekomme. Da weiß ich, was ich auch zu Hause dann da irgendwo für 20 Bad selber machen kann. Ne, also das war wirklich gut, muss ich sagen. Also hier kommen wir nochmal her, ne? Ja. Das würde ich auch sagen. Also ich sag mal so, ja, man kann schon fast 9 Punkte geben hier, ne? Würde ich sagen. Also vom Geschmack her war das schon wirklich lecker, du musst ich echt sagen. Ne? Okay, die Tische, ja, man kann es ein bisschen anders machen, ne? Aber dann hättest du vielleicht auch wieder einen anderen Preis dann da. Aber du kannst schön draußen sitzen auch dann. Und am Baum hier. Das passt eigentlich, ne? Er mag sehr gut, nein. Er weiß nicht, die Leute wie hoch oder wie klein. Ja. Und dann habe ich ihm noch jetzt gesagt, also wenn hier so viele jetzt vorankommen, weil er sagt, hier kommen überwiegend jetzt voran mit sie her. Weil den Thais schmeckt das hier so nicht so, weil es ein anderer Geschmack ist dann da. Und hier kommen viele Farang hierher zum Essen dann da. Und dann sagte ich ihm, tausch deine Mayonnaise. Weil hier in Thailand hast du ja überwiegend oder fast nur die süße Mayonnaise. Ne? Und wir essen da jetzt ja nicht süße Mayonnaise. Es gibt aber auch hier eine Sorte da, die ist ohne Zucker. Und die ist dann auch lecker, die kannst du gut essen. Dann habe ich ihm empfohlen, da war auch jetzt ganz happy für den Tipp dann da. Ne? Ja, also das mal dazu und dann würde ich sagen, war's das für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Wir fahren jetzt nach Hause, ne? Vögel zurückbringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.
Und tschüss, ciao. ก็ กด ไลค์ กด แชร์ กด Subscribe กด ติดตาม ได้ นะ ครับ เพื่อเป็น กำลังใจ ให้ กับ อู อิน พร ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ ชูสลี ฮาน ปะ แอร์ เลย แซ่ วูด อะ วิด ลัว เก อ อุน ฟรี ติ อุน ชูสลี Und tschüss, Lee. Tschüss, ขอบคุณ ค่ะ Was ich auch noch sagen muss hier, montags ist hier zu, ne? Also der hat die ganze Woche auf, außer montags, ne? Viele Male, dass hier die Lokale montags zu sind, ne? Der auch. Okay.